Vor einigen Wochen begann eine Saga, mit dessen Erfolg niemand gerechnet hätte. TK, PD und Boss machten sich auf, um Ghost Island zu retten. Bis jetzt sind sie am Turm des Lichts, aber es wird noch mehr kommen. Und jetzt habt ihr eine Gelegenheit. Sobald der Turm des Lichts abgeschlossen ist, werde ich ein Paket zusammenstellen, wo die besten Maps, die ich je gemacht habe, drin sind. Der Tempel der Finsternis. Der Turm des Lichts. Zwei Battle Maps. Und ein Schlachtschiff. Das alles vereint für euch von mir in Slifers Map Collection. Ja, hallo meine Freunde, hier ist der Slifer. Ja, je nachdem, wo ihr das jetzt schaut, ich weiß ja nicht, auf welchem Channel das gerade hochgeladen wurde. Ich hoffe irgendwie bei allen. Ich weiß nicht, wie die Jungs das jetzt geregelt haben. Auf jeden Fall, was hat es denn damit auf sich, was ich da gerade so gelabert habe? Es ist Slifers Map Collection Volume 1. Da so viele gefragt haben, hey, können wir die Maps auch haben? Turm des Lichts, Ghost Island, voll cool, wollen wir auch spielen? Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich habe mir dann aber gedacht, warum eigentlich nicht? Da aber zwei Maps, finde ich, zu wenig sind für eine Volume 1 von einer Map Collection, gibt es sofort noch was dazu. Und zwar sind das zwei Battle Maps und ein recht großes Raumschiff, was ich gebaut habe. Könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt. Ist alles dann da drin, also 5 Maps pro Paket wahrscheinlich dann. Ghost Island und den Turm des Lichts und den Tempel der Finsternis, die sind da auch mit bei. Also ich zähle mal kurz durch. Tempel der Finsternis, Turm des Lichts und zwei Battle Maps und das Raumschiff. Das sind die 5 Maps, die ihr dann bekommt. Die wird dann freigegeben, also diese Collection, wenn der Turm des Lichts beendet wurde, der im Moment noch bei Boss hochgeladen wird, weil er ja auch aufgenommen hat, klar. Und ja, danach, sobald die abgeschlossen ist, könnt ihr das erste Paket haben. Und ich stelle euch jetzt noch vor, was es mit den Battle Maps auf sich hat und was es mit der mit dem Schiff zu tun hat. Also, bis gleich. So, und dann sind wir direkt beim Turm. Beim Turm, sage ich schon wieder. Der Tempel der Finsternis. Das war das erste, was die Jungs gezockt haben. Das wird mit dabei sein, komplett. Allerdings ohne Assistent, weil ich kann ja nicht mit dabei sein. Story lege ich mit dabei. Sonst ist die Map ja noch komplett. Ich habe sie ja hier. Und ja, dann wünsche ich da schon mal viel Spaß beim Spielen und viel Spaß bei den Rätseln. Die meisten dürftet ihr jetzt wissen, wie die gehen. Aber gehen wir mal rüber zum Turm. Auch beim Turm erhaltet ihr von mir die komplette Map, so wie sie war, als die Jungs gestartet haben, inklusive der Story. Das ist alles immer in so einem, in so einer Word-Datei mit drin dann. Da kriegt ihr allerdings auch keinen Assistenten, also, mal gucken, ihr kriegt sie auf jeden Fall von mir. Und ja, wünsche ich euch auch viel Spaß mit dem Turm. Das wird aber, wie gesagt, erst freigegeben, wenn die durch sind. Und jetzt gehen wir zu der Battle Map. Okay, hier haben wir jetzt die Battle Maps. Das sind 2 Stück. Und zwar auf der einen Seite Forest Peak und auf der anderen Frozen War. Wir beginnen mit Forest Peak und ich stelle euch das kurz vor, so ein bisschen. Die Regeln genau, wie es aussieht, lege ich auch in so einem Dokument mit dabei. Und ja, legen wir doch einfach mal los. Es ist für bis zu 4 Spieler ausgelegt, wo ihr euch dann halt gegenseitig bekämpfen könnt. Mit Pfeilen, mit Bogen, mit Splash Potions und ja, hier ist Forest Peak. Ja, es ist sehr hölzern gehalten, sagen wir mal so. Es ist so eine kleine Idylle im Wald.
Hier seht ihr auch den großen Turm, von wo aus man gut snipern kann. Auf der ganzen Map sind kleine Kisten versteckt. Ich entschuldige mich nochmal für die etwas schlechtere Bildqualität. Ja, da war auch so ein kleiner Hafen. Forest Peak besitzt auch ein kleines Schiff, auf das ihr auch drauf könnt. Hier könnt ihr euch eigentlich so gut wie überall verstecken, weil es doch recht dichter Wald ist. Ja, wie das genau funktioniert, noch mit bestimmten Regeln, erkläre ich gleich noch. Aber erstmal viel Spaß bei Forest Peak. Das wäre Forest Peak gewesen. Ist eine recht kleine Map zum Kämpfen, aber die Jungs haben die schon gespielt und die fanden sie gut. Und an sich ist sie auch recht gemütlich, weil nicht so viel Platz ist. Und ja, gehen wir rüber zu Frozen War, die schon etwas größer ist und wo ihr auch wesentlich mehr Verstickmöglichkeiten habt. Nachempfunden ist es einfach ein Fabrikgelände im Winter, inklusive einiger Panzer und Kanonen, die aber natürlich nicht funktionieren, ist ja Minecraft. Ja, fliegen wir einmal rum und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich gehe gleich näher darauf ein, wenn wir in den einzelnen Gebäuden sind. Auf geht's in Trakt A, die Fabrik selbst. Hier habt ihr sehr gute Versteckmöglichkeiten. Das hier ist die Zufahrt quasi. Hier werden Waren angenommen. Und von da kann man auch schön snipern, sich da oben draufstellen und jeden runterholen, der da durch die Tür will. Ja, hier habt ihr auch gute Chancen, euch zu ducken und verstecken. Das ist die große Lagerhalle. Da ist schon ein bisschen schwieriger, aber da die so riesig ist, kann man da auch gut kämpfen. Ich zeige das nachher natürlich auch noch alles mal in Aktion. Ja, genau. Nachdem wir alles durchgegangen sind, zeige ich es in Aktion. Das war Trakt A. Jetzt gehen wir erstmal zu dem kleinen Panzer, der vor Trakt B steht. Der an sich eigentlich nur als kleine Basis für einen selbst genutzt werden kann. Denn darin kann man wirklich nicht getroffen werden, außer ein anderer kommt rein. Und da kann man sehr schön Leben regenerieren und warten und auch snipern. Wenn man es richtig macht. Hier ist jetzt Trakt B. Der ist recht interessant, weil der diese Wege hat da oben, auf denen man sich bekämpfen kann. Anderweitig nur auf dem Boden. Und von da kann man, wenn man mit dem Bogen gut umgehen kann, dann kann man da sehr schöne, viele Kills holen. Vor allem auf den Brücken, wenn man die Brücken in Beschuss nimmt und die Eingangstüren. Hier ist eigentlich recht geil, weil es hier keinen Ausweg wirklich gibt, außer die Haupttür. Und wenn man die unter Kontrolle hat, dann hat man dieses Gebäude sicher. Das ist jetzt Trakt C, der letzte Trakt, der ein bisschen kaputt ist, weil hier schon mal früher was explodiert ist, weshalb er auch eigentlich nicht mehr genutzt wird. Aber zum Battlen ist das ja gerade sehr interessant. Hier ist verdammt dunkel, wie man ja sieht. Hier nur einzeln ein bisschen Licht, verschiedene Stockwerke, die man hochklettern kann und ja, viel Spaß einfach. Ah genau, hier durchs Fenster kann man auch sehr schön snipern, weil man den Rest der Map hier sehen kann. Ja, genau. Und da geht es dann auch wieder raus. Hier hinten haben wir ein bisschen Deckungsmöglichkeiten. Ein Kran auf Schienen, den man natürlich nicht benutzen kann, aber auch als Deckung ganz gut da. In dem Turm hier links ist ein kleines Secret drin. Und der Baukran, da bin ich eigentlich persönlich sehr stolz drauf. Weil er recht geil aussieht und weil er einen guten Nutzen hat, wie wir jetzt gleich sehen werden. Erstmal kommt man so darauf. Wenn man dann letztendlich oben ist, hat man einen genialen Ausblick. Man hat die Sniper-Möglichkeit von da oben. Hier hat man einen Raum, ähnlich wie den Panzer, wo man sich gut drin regenerieren kann, weil man da einfach keinen Schaden bekommt, außer einer kommt durch die Tür.
Was auch lange dauert, wenn dich einer da oben sieht und du bist da gerade drin. Da dauert es erstmal, bis der oben ist. Wenn man ganz lebensmüde ist, kann man natürlich auch hier oben auf den Steg gehen und snipern, wenn das einem lieber ist. Aber naja, das ist auch gefährlich, weil wenn man da jetzt vom Pfeil getroffen wird, dann liegt man definitiv unten. Das ist ein alles altes Bergwerk. Ja, wie nennt man das Ding eigentlich? Förderturm, ne? Ja, ist ein alter Förderturm, der runter in eine Mine geht, wo man auch reingehen kann. Hier sind überall versteckte Minen auf der ganzen Map, wo auch Secrets drin sind. Also gucken lohnt sich. Im Förderturm kann man eigentlich nicht viel machen, der steht halt nur da. Das wäre Frozen War. Die ist recht geil, ich mag die Map. Und ja, das wär's. Okay, kommen wir mal zu dem Schiff, was ich angedeutet habe. Es ist ein Raumschiff, um genau zu sein, wie man es ja hier auf dem Bild sieht. Es ist die, ich habe sie mal Avenger getauft. Es ist eigentlich nur, es war mein Versuch, einfach ein großes Raumschiff zu bauen. Hier zufällig der Frachtraum. Ihr seht jetzt ein paar Bilder davon, als nächstes kommt die Brücke. Das Ding ist komplett ohne Mods gebaut worden. Das heißt auch ohne Creative Mode. Das war noch vor 1.8 war das, ne? Ja. Weshalb da 2 Monate Bauzeit drin stecken. Und ich hatte mal versucht, eine ganze Flotte damit hochzuziehen. Das hat, läuft noch nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Aber hier seht ihr einfach die Avenger, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Geht da durch. Könnt ihr auch drauf battlen, wenn ihr wollt. Macht auch Bock. Und ja, so viel dazu. Okay, das war die Avenger. Dann kommen wir doch mal zu den, wie man hier spielt. Das ist Bill. Bill wird euch jetzt zeigen, wie das geht. Und zwar befindet er sich gerade mitten in dem Spawn-Ding. Normalerweise im Singleplayer würde man hier spawnen, wo er gerade so wirre rumhüpft auf dem Block in der Mitte da. Da es im Multiplayer aber leider nicht geht, müssen wir da Betten als Spawn nehmen. Aber ich denke, das bekommt ihr hin. Jeder Spieler bekommt einen Gang. Wie ihr ja seht, die sind farbig gehalten. Jeder Spieler spawnt auch wirklich darin. Und man kann auch mehrere Betten aufstellen, weil wir sind ja nur 3. Also es geht von Spieler 1 bis Spieler 4 und wir nehmen jetzt mal mit dem Bill, nehmen wir mal einen, ja, Spieler 3, blau, passt schon. So, dann geht man hier die Treppe runter in diesen Gang. Dieser Gang ist, ja, das ist quasi euer Territorium, da darf euch keiner was tun, da ist die Eisentür zur Map selbst. In den Kisten ist jetzt eure Bewaffnung, ihr rüstet euch dann so aus, wie ihr wollt. Ihr müsst aber sehen, dass ihr, mit eurer Ausrüstung hinkommt, weil es gibt nur die, die ihr habt und die, die ihr von Gegnern aufsammelt. Hier habt ihr Essen und Tränken und Tränke. Und was Spezielles auf der Map, die Instant Damage Potions, die ich hier mal als Handgranaten bezeichnen möchte. Ja, und dann geht man auch schon raus. Ich hatte jetzt 10 Minuten Zeitlimit und wer danach die meisten umgelegt hat, der hatte gewonnen. Jeder hat seinen eigenen Ausgang und ja, viel Spaß.
So Leute, das wär's auch gewesen. Danke fürs Zuschauen erstmal. Wäre nett, wenn ihr einen ersten Eindruck in die Kommentare posten könntet. Wird freigegeben, der Download, sobald der Turm beendet ist. Und hier möchte ich nochmal sagen, ich habe auch einen Let's Play-Channel. Wer sich dafür interessiert, Link ist in der Beschreibung. Ja, ich mache im Moment Mass Effect und Minecraft und diverse andere Sachen. Also schaut doch mal vorbei. Ich will ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!